So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal was richtig Besonderes, Krasses. Und zwar, wir sind tatsächlich mit die Ersten, vielleicht sogar die Ersten, bin mir nicht sicher, die das Pace Museum von JP Performance besuchen dürfen. Beziehungsweise nicht besuchen dürfen, sondern verfilmen dürfen. Ist ja eigentlich sogar noch mal krasser, ne? Ja. Ja, an der Stelle auf jeden Fall vorweg schon mal, bin wirklich ein bisschen stolz drauf, dass die Freundschaft zwischen mir und Jean-Pierre sich in den letzten Jahren so entwickelt hat und wir diese große Ehre haben, heute euch das zu zeigen. Wobei es eigentlich gar nicht mehr um das Museum geht, sondern ich versuche eher so ein bisschen seine Gedanken dazu und all sowas euch näher zu bringen. Zusätzlich, der eine oder andere hat es schon ein bisschen vermutet, erwartet uns auch noch was in Bezug auf Limo 1.0. Ich persönlich habe es noch gar nicht gesehen. Das macht es natürlich noch umso besonderer. Ich würde sagen, genug geschnackt. Maxi, Porn ab. Jawohl. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wechsle auch mir. War schon der Start? Nein, ja. Wir müssen an den Eingang gehen. Nein, fang hier an. Ehrlich jetzt? Ja, fang hier ganz schnell. So, wir sind hier im Pace. So, glaube ich, mit einer der Ersten, die darüber berichten dürfen. Nein, die Ersten. Die Ersten. Und ich habe mehreren Leuten, die auch gute Freunde sind, gesagt, nein, das habe ich immer versprochen, dass wir beide das erste Video machen. Was mich auch wirklich freut, und das war mir auch wichtig, dass wir das zusammen machen. Auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank dafür. Ja. Das ist zu schätzen. Danke sehr. Ja. Und ich kenne ja das Gebäude schon teilweise, im Endstadium jetzt noch nicht. Ja. Zwischenzeitlich zweimal hier gewesen. Ja. Und das war wirklich schon beeindruckend. Ich weiß noch, wir sind nach Hause gefahren und Maxi und ich die ganze Zeit durchgehend darüber gesprochen. Ja, ist für mich auch ein sehr emotionales Projekt und auch eine sehr schöne Sache. Und auch, ich glaube, ich werde das nie vergessen, das Corona. Also dieses Gebäude erinnert mich daran einfach, weil wir mit voller Energie halt darauf hingearbeitet haben. Und es war ja noch kurz davor ja noch eine Chance da, dass wir hätten aufmachen dürfen. Und es kam halt genau passend. Das war genau ein Fenster. Und dann war vorbei. Das sind jetzt schon, ich würde sagen, 3 Monate, die ihr fertig seid, ne? Theoretisch. Wir waren fertig zum ersten Messetag Essen Motorschuss. Das Museum hätte am 1.12. aufmachen sollen. Und wir haben heute den 1. März. Ja. Da weiß ich noch, wie ich im, wann war das? September, Oktober oder so mal hier war. Eigentlich hast du gedacht, niemals. Erste 12 Stunden und dann zack, hast du es wieder hinbekommen, dass ja. Der Ratzfatz geklappt hätte. Aber ich muss auch sagen, dass das Unternehmen JP Performance so extrem darauf hingearbeitet hat, solche Baukonstrukte organisiert zu machen. Wir machen das ja alles selbst. Ja. Und wie viel Wissen man sich angeeignet hat. Und es ist auch gar nicht so schwer, diese Projekte zu machen. Das heißt, alles. Autos sind komplizierter. Alles selbst heißt jetzt nicht nur das Ganze auszustatten, die Autos, sich das Konzept zu überlegen, sondern auch die ganzen Arbeiten. Keine eigenen Mitarbeiter, aber immer angestellte eigene Leute, wie halt alle Gewerke so machen. Weil meistens holst du ja so einen Unternehmer, der dir so ein Ding baut. Und du sagst, ich möchte das da haben, das hier haben und das. Und dann Baustelle auf der Baustelle. Richtig. Und das macht nicht mehr so wirklich Sinn. So ein paar harte Fakten nochmal gleich ganz am Anfang. Wir gehen eben rein. Ich muss eben, das war jetzt sehr überrumpelnd für mich. Machst du auch immer so. Ja, das stimmt. Aber wir müssen eben einmal Licht anmachen. Hallo, jetzt können wir reingehen. Herzlich willkommen im Pace. Ja, also klar, ich freue mich, dass wir es zusammen machen, aber ich
bin halt jemand, du kennst mich gut mittlerweile, sehr perfektionistisch veranlagt. Und das so zu zeigen, ist natürlich nicht, wie ich mir das vorstelle. Wir haben ja das Museum ausgerüstet mit allen Klamotten, alles für dieses eine Video, weil ich den Leuten halt zeigen will, weil so viele Leute das schauen, wie es aussehen, wie es aussieht. Ja, ja. Ne? Und nicht, also da müsst ihr euch vorstellen, diese Klamotten oder sowas. Das will ich nicht, sondern ich will, dass es dann halt wirklich aussieht, wie es aussieht. Ich würde allerdings versuchen mit dem Video, dass wir nicht zu sehr technisch werden, was hier so rumsteht, weil wie viele Autos sind das? Schon mal vorweg? Jetzt gerade sind es nicht so 25. Immerhin 25, ne? Wenn wir auch die alle eingewöhnen, sind wir 3 Tage geschafft. Nee, das stimmt. Nee, also das machen wir es nicht. Erstmal vorweg, als wir hier gerade reinkamen, das Licht noch aus, dann hatte das so ein bisschen was so von so Lost Places, wie wenn du das so im Fernsehen siehst. Ne? Ja, nur schöner. Nur schöner. wie ist das vom Gefühl, wenn du jetzt hier jeden Tag reinkommst und seit ich war lange nicht mehr hier. 90 Tagen fertig ist? Aber das muss doch so in den Fingern kribbeln. Nee, ich habe bewusst im Kopf damit abgeschlossen und wollte nicht mehr hier hinkommen. Mhm. Und war dieses Jahr 4 Mal ist hier. Also von Januar bis jetzt 1. März, ich war ganz selten hier. Dafür letztes Jahr aber wahrscheinlich 10 Mal am Tag. 10 Mal am Tag, ja, locker. Und auch immer so geparkt, dass die Leute mich nicht sehen, weil es gar keine Phase, wo die Leute nicht wussten, was kommt. Und das sage ich jetzt auch schon mal so vorab. Es gibt ja noch eine Planung von einem 5. Gebäude. Mhm. Und da haben wir jetzt das Gas rausgenommen, leider. Das habe ich ja auch in einem einen Video oder einer Story auch gesagt, dass Gebäude 5 zum Geburtstag nicht fertig wird von JP Performance, so zum 1. Mai 2022, weil es einfach in Deutschland momentan nicht planbar ist. Was macht mich auch echt traurig macht, weil die Idee und das ganze Konzept war einfach, oder ist immer noch, und das werden wir auch bauen, aber einfach fantastisch. Und was denkst du, wann werden die Leute das erste Mal so ein bisschen was erfahren, worum es geht und so weiter? Am Geburtstag. Oder also eher dann, so wie immer, wenn es dann öffentlich ist. Ja. Vorher ist es doof. Vorher finde ich so, vorher machen so viele. Ja, weißt du, so antriggern. Ja, und dann machen die es nicht und dann haben wir es vergessen und sowas. Das ist nicht meine. Sowas will ich mir nicht nachsagen lassen. Ich bin ein bisschen müde schon. Du wirst das wahrscheinlich anders wahrnehmen, weil du halt einfach direkt hierher kommst. Ja. Für Externe, die wussten das wirklich lange nicht. Also selbst ich wusste das wirklich lange nicht, dass das dieses Gebäude hier ist. Ja. Und generell, was so entsteht. Also selbst an dem Tag noch haben wirklich viele so nach dem Motto, was passiert denn, wenn das Video online geht, ne? Weil es ist wirklich nicht so. Nicht wussten. Gedacht. Jetzt brauchen wir es nichts vormachen. Es ist aber auch ganz gut, dass du nicht eröffnet hast, weil das meinst du, was hier losgewinnt wird. Ne? Ja, also klar. Das sind ja dann schon Größenordnungen. Theoretisch effektiver erst am besten Tag so. Und wenn du so ein Ding hier aufmachen würdest. Aber es wäre geil gewesen, wenn kein Corona wäre. Ja, klar. Weil das finde ich ja schön. Diese Stimmung auch im Burgerladen, wenn es das nicht gäbe, am ersten Messetag oder am ersten Samstag, du kennst das. Ja. Es ist geiler als auf der Messe bei uns. Weil es ist so viele Menschen, die Stimmung ist so gut, was zu essen und man kann sich hinsetzen, man kann reden, man kann lachen. Es hat nicht diesen Messecharakter. Und das wollte ich halt, dass ihr noch mehr Platz habt, dass es hier auch ist. Das war die Idee. Und ich finde es halt auch mal gerade Messen cool oder auch so eine Eröffnung hier. Du hast die Möglichkeit, in den Augen der Leute so zu sehen, wie die sich schon täglich damit beschäftigen. Weißt du, weil die kommen dann hierher und gucken sich ja genau das an, was du denen beigebracht hast die letzten Monate. Alles. Und das macht natürlich schon ein gutes Gefühl. Alles. So, okay, hier Klamottenladen. Ja. 25 Autos, wie viel Quadratmeter sind das? Gebäudefläche sind um die 7000. 7000 Quadratmeter. Mhm. Das ist sehr groß. Also viele Teile haben wir im Video auch nicht gezeigt. Wir können da gleich gerne einmal durchgehen, wenn du... Warte. Ja, doch. Ja, wir machen, also müssen wir aufpassen, wo welche Autos stehen. Du bist hier heute der typische Museumsführer und zeigst uns das, weil du wirst ja schon eine persönliche Reihenfolge entwickelt haben, wie du es am liebsten zeigst. Ja, das ist ja schon so, wenn man dann noch was stolz ist und das den Leuten so zeigt. Total. Was ja auch dazugehört. Ne? Lieber so die und die und die Richtung und dann am Ende so. Ja, ich habe auch für mich eine Reihenfolge gefunden, wie ich möchte, dass die Leute... Nein, das hat mit Gebäude 5 zu tun. Ich spare mir das. War doof. Ja, also, was viele nicht wissen ist, aber das Gebäude war komplett entkernt. Mhm. Sprich, nicht nur den erste Schicht Boden raus, sondern es waren über die Jahre, waren ja 4 Schichten Böden. Und die sind alle rausgenommen worden. Also alle Schichten raus mit dem Bagger auf allen Etagen. Dann alles neu gegossen auf jeder Etage und dann den Boden drauf gemacht, damit genau diese Optik entsteht. Mhm. Dass der Boden so plan ist, so glatt ist, dass diese Charakteristiken, wenn Audi oder Porsche so ein Museum baut, dass das nicht irgendwo reingehämmert ist, sondern ich wollte, dass wenn man reinkommt, man stolz ist, ein JP-Performance-Fan zu sein, weil das möchte ich den Leuten auch wirklich beibringen, weil so viele Leute dagegen arbeiten, JP-Performance doof zu finden, der Spasti, der immer rumalbert, der hat keine Ahnung und der ist doof und der kann nicht fahren oder was ich was. Und ich wollte dem was geben. Hey, ganz ehrlich, wenn du mit dem Pulli gehen kannst, sei ruhig stolz drauf. Ne? Ja. Weil wir machen das. Und wir sind sehr gute Freunde, aber Philipp macht das nicht. Und anderer macht das auch nicht, sondern wir machen das. Ja.
Und das ist ein sehr, 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 sehr kraftraubendes, unfassbar teures Projekt gewesen hier. Ja. Und dann auch noch das alles aus, ich sag jetzt mal, einem Kopf mit einem Team dahinter. Ne? Mhm. Und nicht wie wenn Porsche ein Museum aufmacht, braucht man sich vormachen, was da an ja. Power hintersteht, an allen Ecken. Ne? Ja. So, und hier ist ja wirklich alles. Also, und ich liebe das. Das macht mir auch so viel Freude. Das heißt, egal welche Lampe, egal welches Fenster, das da oben jetzt eine Rundung ist, alles. Kommst hier rein und sagst so. Und ich habe die Stühle, ich habe es auch gekauft. Also ich gehe auch zu Ikea und fahre auch hin und mache das. Also alles ist von mir. Also die Maße von den einzelnen Fenstern. Da mussten wir nachher noch die Rohre reinmachen, weil das ist so ein beliebtes Gebäude hier, dass dann die großen Dortmunder Jungs mit viel Kohle mir Steine in den Weg schmeißen wollten und haben mir dann hier einen Denkmalschutz drauf gebrummt. Was eigentlich traurig ist. Was eigentlich das Ende auch von so einem Projekt ist. Dann wäre eigentlich Baustellenstopp gewesen. Und dann haben wir es trotzdem noch in der Zeit geschafft, das Gebäude fertig zu bekommen mit dem Brandschutzkonzept für Denkmal geschützt und Autos im Gebäude, wo jeder sagt, ja Herr Krämer, das war's. Was sie auch versucht haben, mir da wirklich so einen reinzudrücken, dass man das Museum nicht öffnen darf. Trotzdem geschafft und jetzt kommt's. Und dann haben wir sogar noch das ist das Denkmal des Jahres geworden. Denkmalgeschützte Gebäude des Jahres 2021. Brutal. Und das haben wir uns noch nicht mal geöffnet. Richtig. Das kommt ja erst, oder? Ja, das stimmt. So, okay, also 100% deine Gedankengänge hier. Ja. Ob das Gerüst hier, die Maße für diesen Ständer, das ist ein 2JZ-Motor oder für diesen Flugmotor oder. Ist der theoretisch heil? Theoretisch kaputt? Der ist theoretisch teilweise heil. Also man kann Sachen davon benutzen, ja. Wenn ich mal ein 2JZ brauche. Ja. Der Lader ist von dir. Glaube ich, Seitenschneider vorbei. Aber das ist nicht hier. Aber das bleibt nicht hier stehen, ne? Das haben wir jetzt nur hingerollt. Ah, achso, okay. Das bleibt nicht hier. Aber ist halt da alleine schon, dass es rollbar ist, ist halt geil, ne? Ja, klar. So, ne? Du kannst Deko und Sachen irgendwo hin tun. Aber auch Deko zum Beispiel, das ist so eine Sache, wo ich mag Toiletten gerne. Ja, darauf ist echt was so. Dann einmal für mich immer wichtiges Thema, Rollstuhlfahrer. So, und das ist halt. Diese Fliesen sind da neu drin. Die waren logischerweise nicht vorher. Ja, klar. Das heißt, hier war gar kein Raum. Das war Werkstatt. Noch krasser. Das war Werkstatt. Weil ich kenne das selber, man würde so typisch aktuell graue Fliesen, weiße Wände, so, ne? Und nicht halt so mal komplett durchdrehen, ne? Holst du dir dann irgendwo Inspiration oder hast du schon so viel gesehen, dass du gleichzeitig willst? So ja, mein Hobby ist so stark in Architektur. Mhm. So tief drin, dass ich, wie eine Felge, die du kennst, die du eh schon mal drauf machen wolltest, so habe ich das mit Tapeten und Fliesen und Wänden und Räumen und Steinen. Frage, du magst ja immer fragen. Ja. Wenn du das Besondere an diesem Museum bewerten müsstest, findest du die Architektur besonderer oder die einzelnen Fahrzeuge, die drinstehen von der Gesamtheit her? Das Konzept. Das Konzept. Weil es halt eben nicht so das typische Museum ist. Nein, du gehst mit mir quasi durchs Museum. Das ist ja die Idee. Aber dann kommt Sprenger gleich weg. Ja, dann hier Herrentoilette. Mhm. Halt auch spacig. Total. Vor allem aus mit den roten Fugen und so, ne? Das ist schon. Aber musst du halt erstmal. Musst du erstmal Eier zu haben, was so zu machen. Richtig. Ne? Weil kann ja auch sein, dass du die Tür aufmachst und sagst, okay, nochmal neu. Ja, richtig. Kam das schon mal vor? Nein. Nie, okay. Nein. Ja, krass. Dann ja. Damen finde ich besonders gut. Ja, auch so in schwarz eingefasst diese Spiegel und so. Mit der Decke. Ja. Kurze Reise ins tropische Land. Dann hier Tresen und das war halt, das habe ich aber gesehen, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo auf der Welt habe ich es gesehen. Doch, in Miami, in Wynwood, so ein Viertel, so ein Künstlerviertel. Und da war auch so ein Tresen. Und ich fand das halt echt, echt geil, weil das macht echt viel her. Weil ein Tresen kann auch ganz schnell scheiße sein. Ich finde, der Moment, wenn du ein Produkt bekommst, wenn das die Umgebung nicht passt, dann schmeckt es manchmal auch nicht so gut. Was ich auf den ersten Metern wirklich schon beeindruckend finde, ist, dass es ist eigentlich komplett anders als im Burgerland. Ja, genau. Aber auf den zweiten Blick schon ähnlich. Ja, genau. So vom Stil her so. Voll. Ne? Sehr richtig. So, aber weil der Tresen ist ja wirklich komplett anders, aber irgendwie so in Summe ist es schon wieder ähnlich dann. Man merkt so eine Sprache, aber es ist halt passend für das süße Produkt. Ja. Weil wenn das süße Produkt im Burgerladen wäre und hier der Burger, würde es überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Sondern das ist das Ding und das soll auch einladen zum Verweilen. Zum Beispiel, wenn du dich da hinsetzt und Autos fahren so vorbei. Autos zählen. Nein, aber das ist einfach, das ist sehr, sehr cool und sehr entspannt und sehr chillig. Ja, also ich glaube auch, wenn normale Zeiten wären, hier normal offen wären, da wird es einige geben, die wirst du hier schwer wieder rauskriegen. Weil die hier einfach. Wir haben jetzt Musik aus, aber wenn jetzt auch noch Musik läuft,
Ne? Also, das ist schon toll. Die schwarz glänzenden Heizkörper sind auch geil. Wie bist du auf den Namen gekommen? Pace? Performance in Car Education. Ich wollte, dass... Mir geht es immer um Bildung. Ich möchte, dass wenn man ein Video geguckt hat bei mir, dass du danach gelacht hast, dass du fasziniert warst und dass du danach sagst, okay, wusste ich nicht. Ist ganz cool. Und deswegen Performance and Car Education. Und darum geht es auch hier. Das heißt, ich überlege nur, wie man auf diesen Namen so kommt. Also du hast wirklich dir diese, du hast eine Kombination aus Wörtern, so, die überlegt, dass es dann passt. Nee, das war mehr Pace, fand ich als Name cool, weil deine Pace im Leben, so wie im Auto, ist schon relativ wichtig. Und dann saß ich zu Hause und dann Performance. Bei P denkst du, okay, Performance, and. Okay, also das, Car, ja, Car. Das Pace stand schon fest. Also da, das, genau, das war und dann kam der Rest dazu. Mhm. Ja. Und wann kam die Idee mit den Zimtschnecken? Oh, 2000 und... Selbst welche machen oder dass ich zu Hause welche mache? Nee, also dass du das cool finden würdest, sowas anzubieten. Vorm Burger. Echt? Oder mit dem Burger zusammen. Was? Es gab auch eine Phase, wo wir nicht den Burger gemacht hätten und in Gebäude 2 wäre Zimtschnecken gewesen. Beim Burger war ja damals, weiß ich doch, so ein Aufwand, den richtigen Burger hinzukriegen. Der Zimtschnecke war das Doppelte. Echt? Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, ob das... Pass auf! So, ne, weil man muss ja bis heute wirklich auch sagen, dass der Burger halt wirklich echt gut ist. Also egal wer kommt. Die Zimtschnecke ist besser. Echt? Mhm. Bin mal gespannt. Ich bin eigentlich kein Zimtschnecken-Fan, aber da bin ich dann mal gespannt. Ist besser. Ich liebe Zimtschnecken. Ich hätte mich so gefreut, wenn es hier welche gegeben hätte. Ja, ist sehr, 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 sehr kompliziert. Warte. Halbe Stunde. Ah. Weil sie sehr, die muss ja perfekt vom Timing sein. Mhm. Das heißt, wie lange bleibt der Teig in dem Vorgarraum? Ne? Wie lange kommt sie in den Ofen, wie lange kommt sie raus, wie viel bedampfen wir sie mit Wasserdampf, zu welcher Zeitpunkt, dass sie halt die richtige Fluffigkeit haben, diese Knietschigkeit, der Geschmack drin ist und das all das und die richtige Farbe. Das heißt, wir haben es entwickelt in einem anderen Ofen, dachten uns, okay, geil, fertig, kommen wir hin, nichts hat funktioniert. Und mit nichts meine ich gar nichts. Das heißt, alles von vorne und da war das Museum aber schon offen, da spielte uns das in die Karten. Mit Corona, weil wir hätten das hätten wir zwar auch geschafft innerhalb von einem Tag, 2 Tagen, aber da wären gut mal 100 Zimtschnecken durchgeschossen. Das heißt, es gibt gute und schlechte Zimtschnecken? Nein, jetzt nicht mehr. Ja, nicht bei euch, sondern generell. So, und ich habe wahrscheinlich nur die schlechten Zimtschnecken bisher abbekommen, auf der Welt, und habe deswegen noch nicht ein Faible dafür entdeckt. So. Nichts gegen alle anderen Leute, die Zimtschnecken machen, aber unsere Zimtschnecke ist mit keiner deutschen vergleichbar, auch von den Zutaten, von der Höhe, vom Gewicht her. Vom Aufbau. Also genau wie der Burger ist es ein sehr amerikanisches Produkt. Die Zimtschnecken, die du gegessen hast, hast du das ähnliche Gefühl von, lass mir in Ruhe. Kriegt man die direkt aus dem Ofen? Ja. Oder, also das heißt, ich bestelle eine? Also wir wissen ja, wie viele Leute immer kommen. Die Auslage hier ist gedacht, dass halt dementsprechend die hier liegen können, ne, unter den Heizlampen. Aber ob das dann wirklich eintritt, weiß ich nicht. Dann haben wir noch Normalkuchen und andere kleine Produkte, dann Kaffee, wo ich nicht zu beitragen konnte. Ich weiß nicht, wie er schmeckt. Also es soll sehr gut sein, habe es mit mehreren Leuten gemacht. Ich werde ihn testen. Wie so ein Kaffee-Junkie. Oder sowas. Und ja, diese ganzen Kleinigkeiten. Ja, alleine der Name ist halt schon Brett wieder, ne? Ist gut, ne? Ja. Ja, und Logo. Und bei dem Kaffee sieht man jetzt auch mal einen komplett anderen Stil. Genau. So, das ist jetzt wirklich mal so ich fand bei dem Big Boost Burger hat man ja schon immer eine gewisse Ähnlichkeit so zu, ich will jetzt nicht sagen zu Autos gesehen, aber schon so von der Stilrichtung, was sich da so durchgezogen hat. Das ist ja wirklich jetzt ganz viel klassischer. Richtig. Ich habe Kaffee konzipiert und gedacht, dass das ein Produkt ist, was in der Lage wäre, als Franchise zu funktionieren. Mhm. Big Boost Burger nicht. Mhm. Davon habe ich mich getrennt. Mhm. Weil der Burger hat mehrere Zutaten, die wirklich perfekt abgestimmt sein müssen. Die Zimtschnecke, entweder kommt die komplett scheiße raus, ne, oder die ist perfekt. Ja. Aber wenn du das wirklich perfekt einstellst mit dem Ofen und das Ding piept und du sie nicht rausholst, ist sie verkackt, dann holst du sie dann raus, ist sie gut. Wir machen die auch hier vor Ort, ne? Also die werden ja hier gemacht auch. Komplett, ja. Mhm, genau. Ich weiß noch, ich habe ja auch schon mal angefragt wegen Franchise und so, ne? Und du meinst sofort, ne, kriegt keiner qualitativ einfach hin. Richtig. So, weil ich ein Arschloch bin. Ja. Das ist aber auch mein Problem. Ich bin einfach ein... Guck mal, wie oft wir manchmal Diskussionen haben, weil wir vom Charakter her schon unterschiedlich sind. Mhm. Und für mich gibt es einfach... Ich liebe einfach Perfektion. Mhm. Das ist einfach besser als nicht perfekt. Ja, klar. Das ist ganz simpel eigentlich.
Und aber hier ist Potenzial, dass das deutschlandweit bald erhältlich ist. Kann ich mir vorstellen, ja. Man muss ja auch einfach immer so realistisch sagen, wenn du die Zimtschnecke bekannt machst, hast du ja auch die Power dahinter, dass sie auf einmal wieder deutschlandweit wieder trendiger ist. Genau, oder trendiger oder einfach die Nachfrage da ist, versuchen schon zu sagen. Ne? Weil die Leute wollen dann auf einmal halt auch in Hannover, in München oder in Stuttgart eine Zimtschnecke essen. Ich sehe das aber immer mit einer automobilen Lokalität. Mhm. Also das heißt, ich könnte mir einen Café zum Beispiel nicht vorstellen in einer Fußgängerzone. Nee. Sondern das wäre immer etwas, was ein bisschen raus ist aus der Stadt und was als Immobilie relativ günstig ist, aber funktionieren kann, weil hier automobile Menschen zusammenkommen. Könnte zum Beispiel sowas sein wie diese typischen Meilenwerke, die es gibt. Sowas. Sowas in der Richtung, ne? Ja, genau. Ja, Maxim muss auch so rumgehen. Ja, ich komme mal rum eben. Die sind auch selbst gebaut, weil da haben wir so viel rumexperimentiert. Und das sind die Formen, wo die Zimtschnecken dran gemacht werden. Mhm. Erstmal konnten wir Aluschweiß daran immer mehr und mehr üben. Ne? aber die Höhe und die Abstände waren wichtig. Und dann haben wir nachher auch herausgefunden, dass normalerweise sind die offen, mit so einem Einschubfach. Mhm. Und dann floss immer der Saft raus. Aber bei unserer Zimtschnecke war das ganz wichtig, dass die da drin liegen. Und muss Alu sein? Ja, und Temperaturabgabe in den Teig. Also solche Sachen. Weil normalerweise sieht man ja auch, kennt man ja immer Edelstahl. Nein, so. Das geht nicht. Krass. Das muss in Alu sein, ja. Ja, genau. Dann halt, Küche haben wir wieder nochmal umgebaut, dann. Jetzt hatten wir halt Zeit. Da kommt noch ein anderes Regal hin. Dann gibt es hier auch wieder Kühlhäuser. Oder Waschstraße. Ein Kühlhaus in den Raum eingebaut. Ne? Genau, das ist der Trenner für die Ablagerung von den nicht gekühlten. Ja, aber krass, hier läuft selbst das Kühlhaus schon so ungefähr. Ne? Eigentlich kann es wirklich so, wenn von heute auf morgen erlaubt wäre, könntest du morgen sagen, geht los. Ja, klar. Das heißt, das ganze Personal, was du für dieses Gebäude brauchst, sind ja auch einige neue Mitarbeiter? Unfassbar. Und auch ganz traurig, also da wollte ich nicht die Leute alle in Kurzarbeit so reinhämmern, sondern die haben wir alle umgesourced. Mhm. Und die sind ja jetzt auch schon monatelang. Denn die haben ja nicht ihren Job begonnen am 1. Dezember, sondern die haben ja exakt. Und somit arbeiten die Leute jetzt schon so lange in anderen Bereichen, dass ich teilweise, wenn ich sie sehe, vergesse, dass sie eigentlich für hier geplant waren. Aber auch bei euch im Unternehmen überall irgendwo. Genau. Ja, krass. Ich stelle es mir, es ist so ein bisschen teuer. Ja, das ist noch ein anderer Punkt. Aber so ähnlich hatte ich letztes Jahr, das ist natürlich in Maßen ganz was anderes, aber man schraubt eine Woche lang ein Auto zusammen für ein Event. Mhm. Und du weißt am Abend vorher schon, es soll morgen zu 100% regnen. Mhm. Du schraubst es trotzdem die ganze Nacht zusammen, fährst dann morgens los, fährst nicht einen Meter, weil es einfach drauf geregnet hat. In klein. Ja, ja. So, ähnlich. In klein. Nur, dass hier dann halt nochmal 100 Leute mehr mit dran gehen. Ja, und halt so der Punkt. Deswegen war mir auch wichtig, dass wir beide das Video machen, weil viele sind so geiermäßig bei sowas. Aber ich würde mich freuen, wenn die Leute anfangen zu schätzen, das passiert ja alles neben dem... Ja, neben dem Alltäglichen. Neben dem Alltäglichen. Zum Beispiel die Verpackung. Neben den 50 Autos bauen pro Jahr. Ja, die Verpackung, wo die Zimtschnecken drin sind, weil ich glaube, dass Geschäfte ganz groß sein, dass die Zimtschnecken mitnehmen werden. Mhm, ne? Die nehmen eine Viererbox und bringen ihrem Kollegen eine mit, weil das geht, beim Burger geht so. Und dass die alle konzipiert sind, mit Fenster und ohne Fenster. Und wenn die das Fenster haben, beschlägt das Fenster dann. Weil die noch warm sind. Ja, ja, und all solche Sachen. Kann man die auch noch essen, wenn sie kalt sind? Ja, klar. Ja, oder werden die sofort? Auch das haben wir getestet. Die längste Zeit, wo ich sage, dass man sie noch geil essen kann, ist wirklich 2 Tage. Mhm. Krass. Genau, dann gehen wir mal nach vorne. Genau, jetzt sind wir hier in einem Eingangsbereich. Also man kommt nachher da rein. Und man kann sich dann entscheiden, ob man einfach zum Café geht, hat im Museum nichts zu tun oder hat er schon mal angeguckt oder sowas und will ja nicht mehr hin. Oder geht frontal Richtung Museum. Mhm. Und wenn ich das so sehe, ist es natürlich auch für mich krass, weil es ja wirklich aussieht wie so ein Museum. Ja, es sieht 1:1 aus wie ein Museum. Ne, mit diesem Ticketding und diesen Drehkreuzen, diesen weißen Verkleidungen. Und da sehe ich, man kriegt dann ein iPad mit Kopfhörern. Richtig. Und also 10 Euro ist der Eintritt. Ohne alles und 14 Euro ist der Eintritt mit iPad und den Kopfhörern. Was ja auch definitiv fair ist, das muss man mal sagen. Ich zumindest. Ich muss das Geld nehmen, weil sonst rechnet es sich nicht. Aber ich schäme mich ein bisschen, weil es doch, weil ich kenne halt viele Leute von uns, die uns gut finden, für die ist das viel Geld. Mhm. Dann haben die zum Beispiel 2 Kinder und 2 Erwachsene. Mhm. Ja, keine Frage, aber... Dann wollen die noch was trinken. Wenn man in irgendein anderes Museum geht oder... ja, ich weiß, dann schon. So, ne, das ist halt so ein Betrag. Weil alleine, ich will nicht wissen, was
was alleine nur die Pflege hier vor Ort ist, dass das alles so, und gerade jetzt, klar, jetzt ist Bau vorbei, aber es ist ja schon sowas, arbeitet ja immer noch mal ein bisschen nach, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. So, Staub und so weiter, ne? Voll. Das alleine, das ist ja voll schon, ne? Das ständige Reinigen. Und dann kommt ja auch noch dazu, und der Reiniger jetzt auch, obwohl kein Betrieb ist. Deswegen. So, das nehme ich jetzt mal vorweg. Das ist das einzige Auto, was dir gehört. Richtig, in auch ganz, Museum. Ganz bewusst, weil ich finde, das gehört hier nicht hin. Mhm. Das heißt, dieses Auto. Das heißt, du willst wirklich hier nur Autos haben? Nur. Die nicht deine sind. Richtig. Und der steht auch da, weil das ist Café. Und Café ist für mich auch so ein ausgegliedertes Ding. Mhm. Ne? Aber im Museumsbereich, ich würde mich schämen, mein eigenes Auto ins Museum zu stellen. Ja, ja. Wenn die Leute das verlangen, würde ich vielleicht irgendwann, weil bildlich würde ich es als Traumverschwörung schon gerne mal sehen, dass alle Etagen voll sind mit den Projektautos. Ja, ja. Weil wir kriegen das jetzt schon voll. Nicht jetzt ein Auto mit Fahrwerkfelgen, auch guck mal hier, sondern wirklich 40 Autos auf die Podeste und alle 40 sind Bomben. Mhm. Oder alle 20 schon. So, und dann kommen halt solche Autos wie sowas. Ja. Mit auch einem unschätzbaren Wert einfach. Ja, unglaublich. So, die Autos sind ja auch nicht schnapp einfach hier. Es ist ja schon Aufwand, solche Exponate auch herzukriegen. Nachts, der Wagen kam von Lamborghini nachts in einem Separattransporter, wo in dem anderen Teil des Hängers ein Auto war, was demnächst rauskommt. Über den wir nicht reden dürfen eigentlich. Und dann kommt hier reinkommt? Nein. Oder rauskommt? Rauskommt. Und dann kommt sowas mitten in der Nacht, ganz geheim, und dann auf ganz schnell wird das Auto dann hier reingebracht. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das auch eine geile Location wäre, um mal so eine Fahrzeugpräsentation zu machen. Total, so, aber wäre Big Boost Burger auch. Und das hatten wir auch am Anfang so gedacht, aber das geht einfach nicht, weil einfach viel zu viele Menschen ständig kommen. Wir kriegen den Laden nicht leer. Weißt du, dann kommen welche, die planen das seit 2 Wochen. Und dann sagen wir denen, ja, kannst aber heute nicht kommen, weil, weil heute ist Mercedes da und macht das und das. Das geht halt nicht. Ja, komm. Mhm. Ja, das Ding sieht auf jeden Fall schon mal aus. Ja, okay. Ja, jetzt sehe ich auf jeden Fall hier was, was ich selber noch gar nicht gesehen habe. Ich finde, es macht dem Ereignis und der Situation alle Ehre so, also das ist alle Ehre, das falsche Wort, aber ich finde, das sieht dramatisch aus und es zeigt auch, ohne dass man sich verletzen kann und auch ohne Geruch. Ja, der sieht einfach extrem krass aus, ne? Martialisch aus. Was so vor allem gerade so diesen Anblick, dieses Motorpaket auf der Achse, ich glaube, ich habe es 50 Mal ein- und ausgebaut, ne? Und jetzt steht es hier, ne? Krass. Also alle, die es jetzt nicht so wissen, ich vermute mal, sie werden trotzdem alle wissen, das ist 1:1 bei mir aus dem Auto, Motor, Getriebe, Achse und so weiter, raus und hier rein. Nein, die Idee war es eigentlich, die ganze Karosserie zu präsentieren. Genau, ich wollte eigentlich das ganze Auto hier aufstellen, aber der Kasten so war sehr, sehr teuer. Also das hier, das war richtig dick auf, ne? Ja, muss wegen der, sonst hängt es durch. Das wäre für das Auto sehr teuer gewesen. Der hätte fast eine RS4 bekommen. Aber ich finde, das ist es wert. Nee, definitiv. Also für mich ist es natürlich unfassbar emotionaler Wert. Wir haben ja auch leider mit dieser Geschichte damals so einen kleinen Aufruf im Internet gestartet. 99% extrem positiv. Es waren aber leider halt auch ein paar negative dabei. Ich bin Ihnen auch dankbar, dass Sie das gemacht haben, weil es auch für mich, glaube ich, wichtig war, das auch nochmal so zu hören und zu sehen. Und das, ich möchte die Leute nicht verurteilen, das möchte ich nicht, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das war von mir auch ein Fehler, das so euphorisch zu starten, weil am Ende des Tages ist es ein Auto. Ja, aber ich stehe zu allem. Ich stehe, dass es hier steht, ich stehe auch dazu, dass wir das gemacht haben. Also ich stehe da zu allem, aber ich sage auch ganz klar, ich will es nicht nochmal machen. Aber jetzt macht auch, da das da steht, jetzt macht auch der blaue Schriftzug Sinn. Ja, nee, der passt wie Faust auf Auge. Nobody said it was easy. Vorhin, wir haben uns über die ganze Thematik auch im Nachgang viel unterhalten. Teilweise so viel, dass du schon gesagt hast, ich will es nicht mehr hören. So, ne? Das war schon heftig. Auch schon wieder über ein Jahr her, ne? So schnell kann es gehen. Aber das neue Auto ist besser. Genau. Wir konnten es ja bisher noch nicht zeigen, aber wir haben jetzt eine coole Location hier. Mal gucken. Mal gucken, wann aufgemacht wird. Du hast ja selber noch gar nicht gesehen. Nee. Warte, bis du vorstehst, das ist schon, glaube ich, das ist schon was anderes. Schon krass. Alleine, weil man halt auch selber über die Jahre, ich will nicht sagen reifer wird, sondern einfach andere Möglichkeiten bekommt und einfach auch mehr Zeit hat. Ja. Jetzt gerade ist eh nichts los, übertrieben gesagt. Und dann bin ich ja schon einer, der sich so in Details immer verliebt. Ganz ehrlich, es ist nichts los. So. Also es ist einfach wirklich nichts los.
es ist einfach tot alles. Ja, auf jeden Fall an dieser Stelle, das wollte ich einfach nur nochmal sagen, vielen, vielen Dank nochmal für die Unterstützung damals, als auch jetzt. Sehr gerne. Weiß ich sehr zu schätzen. Ich bin auch der Meinung, wir können voll und ganz hinterstehen, hinter allem. Und glaube auch, dass der eine oder andere, wenn er hierher kommt und das so sieht, das auch nochmal krasser wieder merkt. Es ist sehr, also das kommt jetzt nicht so rüber, wenn man hier reinkommt ins Museum, man sieht das als erstes, haut es einen schon ziemlich die Socken weg, weil das zeigt, wie schnell das gehen kann. Ich finde es auch gut, dass es so ist, weil zwischenzeitlich war ja auch Diskussion mit der ganzen Karosse und die Karosse ist nochmal einen Schritt trauriger. Die ist nochmal krasser, wenn du so auf diese Karosse guckst, sieht das nochmal trauriger aus und ich finde auch einfach so, das ist ja auch eigentlich das Technisch. Genau, das Technisch, das Interessante, das ist der Motor, das ist der, wo ich jahrelang rumgeschraubt habe, das ist schon, also ich finde schon, dass das seinen Platz hier hat. Ja, komm, wir gehen hoch. Ja, sowas, so mit so diesen Schließfächern und diese ganzen Kleinigkeiten. Ja, oder halt die Wand, wo ich bin das erste Mal hier hochgegangen und dachte mir so, oh, willst du das alles noch glatt machen und so weiter? Nee, er sagte, nee, warte ab. Und jetzt, wenn ich jetzt durchläuft, ist das cool, ne? Krass, ne?